Hallo liebe Salzburg24-User. Wir stehen heute an der Salzach. Das Wetter ist zwar nicht ganz so frühlingshaft, trotzdem wollen wir euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr fit in den Frühling starten könnt. Dazu haben wir Personal Trainer Christoph Bugler aus Oberndorf eingeladen. Hallo Christoph, schön, dass du heute mit uns da bist, obwohl es etwas regnet. Kannst du uns kurz erklären, was du so machst? Hi Jacqueline. Also, ich bin Sportwissenschaftler und Personal Trainer, selbstständig seit mehreren Jahren. Ich habe in Salzburg studiert und ich trainiere eigentlich alle möglichen Sportler, Freizeitsportler, Leistungssportler, Personen, die einfach fit werden wollen, die abnehmen wollen und probiere natürlich mit denen ein Ziel zu erreichen. Sei es jetzt mit Krafttraining, Ausdauertraining oder mit Ernährung. Heute geht es ja darum, dass wir in die Laufsaison starten wollen. Welche Dinge muss ich denn beachten, bevor ich mit dem Laufen beginne? Also ich würde natürlich immer Aktivitäten wählen, die individuell für mich passen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin schon ein bisschen ein Hobbyläufer, ja? Dann kann ich ja gleich mal damit anfangen, dass ich langsam zu laufen beginne. Ich würde natürlich trotzdem ein paar Übungen einbauen. Ja? Mhm. Einfach zum generellen Erwärmen, dass ich die Gelenke vorbereite, dass ich die Muskeln vorbereite und dann erst wirklich auf ein normales Lauftempo dann übergehe. Kräftigungsübungen kann ich nur wärmstens empfehlen, dass man zusätzlich macht. Genau. Dann hätte ich gesagt, starten wir gleich mal mit dem Aufwärmen. Okay, passt. Wir gehen jetzt nur ein paar Schritte. Wir machen nur kurz was für die Hüftgelenke. Mhm. Und zwar, du machst einfach bei jedem Schritt, hebst du das Knie so weit wie möglich an. Die Arme gehen gegen gleich, genau. Nach oben und immer weiter gehen. Jetzt nur kurz einfach für die Gelenke zum Vorbereiten. Jawohl. So, dann machen wir noch eine Drehung dazu. Das heißt, beim Heben eine Drehung nach außen. Genau, hoch, Drehung nach außen, vorne wieder. Machen wir nur zwei Schritte. So, okay. Ich würde eben empfehlen, dass wir so 10 Wiederholungen circa machen, pro Seite. Okay. Und kurz was für die inneren und äußeren Oberschenkelmuskulatur. Wir stehen uns gegenüber auf. Breite Fußstellung. Und wir machen einfach mal so eine Gewichtsverlagerung. 10 leicht nach außen, genau. Von rechts nach links. Langsam hin und her. Das ist schon ein bisschen so ein dynamisches Dehnen. Aber auch ein bisschen Kräftigung und kurz zum Erwärmen. Ja. Wichtig ist, der Rücken bleibt immer gerade und die Knie gehen nicht über die Zehen drüber. Genau. So, wenn man das jetzt wieder 10 bis 15 Mal pro Seite gemacht hat, können wir eigentlich anfangen, langsam zu laufen. Okay. Starten wir mal. Langsames Laufen. Blick nach vorne, gleichmäßig atmen. Und dann machen wir gleich wieder eine Übung dazu. Und zwar Fersenheben. Okay. Ferse hoch und bei jedem Knie. Dann nochmal Kniehebelauf. Genau, für jede Knieheben. Genau, die Arme dazu. Jawohl, möglichst hochziehen. Und dann laufen nur ein paar Meter normal weiter. Und jetzt gehen wir noch in einen seitlichen Lauf. Und zwar, wir stellen uns mal so auf. Wir machen mal so seitliche Sprünge, sagen wir, oder Laufsprünge. Also immer so seitlich weiter. Genau. Wir wechseln die Richtung. Und wir machen nur so ein Überkreuzen der Beine. Okay. Genau, links, rechts. Oberkörper dreht leicht mit oder dagegen. Jawohl. Gut. So, und jetzt gehen wir eigentlich starten, dass wir mal einfach unser eigenes Tempo laufen. Ja. Ja, schauen wir mal einfach. Laufen wir mal los. Langsam beginnen und dann steigern.